Leute, es gibt immer noch eine Menge Spieler, die tatsächlich nicht wissen, gerade in Ranked wird diese Unwissenheit bestraft, dass Supporter Legenden euren Respawn-Banner trotz abgelaufener Zeit wiederherstellen können im Replikator. Folgende Legenden können das und außerdem, so sieht das aus, für schlappe 30 Crafting-Metalle können wir den Respawn-Banner wieder craften. Diese vier Legenden können das. Dieses Video ist jetzt für alle Mates von Supporter-Legenden, vorausgesetzt eure Supporter-Legende lebt noch und ihr seid vielleicht draufgegangen, oder Tipps eben für Supporter-Legenden, wie ihr agieren sollt, gerade in Ranked, damit ihr es nicht verkackt. Ich habe gestern so ein bisschen spät abends für mich alleine offstream gezockt. Ich habe die Runde leider nicht aufgenommen, sie war aber prädestiniert dafür zu zeigen, dass es viele gibt, die das tatsächlich noch nicht wissen, weil sie sich vielleicht mit den Änderungen in Season 16 nicht beschäftigt haben. Ich bin an einer Stelle mit meinen Mates unterwegs, wir sind Platz 12, haben schon ein paar Kills und meine Mates sterben auf einmal. Beide, ich überlebe noch. Wir holen noch Platz 3, obwohl einer quittet, weil er nicht wusste, dass ich ihn holen kann. Ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man am besten agieren sollte. Wenn natürlich jetzt hier nur noch einer überlebt, der ein Pathfinder ist oder ein Octane, macht was er wollt, mir egal, darum geht es nicht. Es geht ja wirklich rein darum, Leute, schmeißt die Runde nicht weg, egal wie aussichtslos die Runde scheint. Wenn eine Supporter-Legende noch am Leben ist, die die beiden Beine verdammt nochmal in die Hand nimmt und rennt, könnt ihr gerespawnt werden. Und ich meine damit ganz, ganz wichtig, diesen Status. Ihr seht unten den untersten Status von mir. Ich blute aus. Ich kann noch nicht gerespawnt werden, weil ich muss erstmal komplett drauf gegangen sein. Ganz oben Default Wraith kann jetzt der Banner aus der Kiste geholt werden. Und ihr kennt das, wenn die Zeit abgelaufen ist, dieser grüne Balken in diesem Dreieck, dann ist es eigentlich vorbei. Egal was ihr zockt, ob Pubs oder Ranked, ihr könnt quitten, bekommt keine Strafe. Aber Achtung, wenn ihr eine Supporter-Legende dabei habt, dann könnt ihr, sprich Gibby, Lifeline, Loba oder Newcastle, dann könnt ihr, auch wenn euer Healthbar-Status schon grau ist, noch gerespawnt werden. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt Loba tatsächlich so ein bisschen für mich entdeckt. Sie ist die effektivste Supporter-Legende, wenn es darum geht, du bist alleine. Meine beiden Teammates sind draufgegangen, um einfach schnell weg zu sein. Ich möchte euch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr agieren solltet, und gebt euren Mates einfach ein bisschen Zeit. Wenn ihr natürlich seht, ihr seid draufgegangen und ihr guckt eurem Mate zu, der Supporter-Legende, und der macht überhaupt keine Anstalten, euch zu holen, alles klar, quitten. Kein Problem, aber gerade in Ranked, egal wie aussichtslos es scheint, so wie es bei mir war, zieht's durch, verschenkt nicht die Punkte. Ich habe jetzt hier einfach mal was vorbereitet, das habe ich selber so erstellt. Wie gesagt, so ungefähr sah meine Karte aus, bevor es losging. Unser Fight, also die Zone, seht ihr selber, Moment, ich muss auf den Pfeil gehen. Die Zone würde hier weitergehen, das ist der äußere Ring, ist klar. Unser Fight war gerade ein Harvester. Ich war in der Mitte, meine beiden Mates sind auf einmal hier draufgegangen. Das ging blitzschnell, innerhalb von 10 Sekunden waren die down und waren auch schon so weit runtergeschossen, dass ich die Banner hätte aus den Kisten holen können. Aber spielt in dieser Situation als Supporter nicht den Rambo, denn wahrscheinlich 99% von euch sind in dieser Situation in hohen Ranked-Klassen wahrscheinlich. Okay, es war nur Gold, aber auch da bezweifle ich, dass es so viele gibt, die in 1 gegen 3 mal ganz locker wegstecken und dann noch die Banner holen können. Deswegen nehmt eure Beine in die Hand. Gerade mit Loba, also der Fight war hier, ich bin nach da geportet und ich hatte noch 2 Minuten auf der Uhr. Das ist ganz wichtig, denn in dieser Situation wäre das Dümmste, was du machen kannst, wenn du deine Mates holen willst, direkt hier in die Zone laufen. Die Wahrscheinlichkeit ist so verdammt hoch, dass ihr in die Arme eines anderen Squads lauft, oder hier warten schon welche, die euch einfach nur abaimen, euch runtersnipen und ihr seid tot. Also bin ich erst hier an die Seite geportet, ohne dass die Gegner das mitkriegen, bin dann hier runtergelaufen und hier ist ein Jump Tower. Und ganz wichtig, ihr habt keine Zeit in so einer Situation, wenn die Gegner euch im Nacken hängen, erstmal stehen zu bleiben, die Map zu öffnen und erstmal zu gucken, wo ist denn eigentlich ein Replikator? Achtung, hier ist ein Replikator, hier ist einer, da ist einer. Und für sage und schreibe gerade mal 30 Crafting-Metalle könnt ihr diesen Respawn-Banner craften, egal wie viele tot sind. Ihr könnt, während ihr lauft, die Map öffnen
könnt gucken, wo ist ein Replikator. Ihr könnt währenddessen, auch ohne dass ihr die Map wieder schließt, könnt ihr die Legende auch weiter in eine bestimmte Richtung lenken. Ihr müsst nicht stehen bleiben. Das ist essentiell ganz wichtig. Ich bin, wie gesagt, bis zu dem Jump Tower, den Jump Tower hoch, bin bis auf diesen Berg hier und bin dann zur Thermalstation. Und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Hier angelangt crafte ich die Banner und alles war noch grün. Hier, die beiden Mails waren noch grün, Default Wraith in dem Fall und Halbsteif theoretisch down war noch grün. Ich war noch in der Zeit, ich hätte theoretisch sie noch aus der Kiste holen können und ich aktiviere den Banner, ich aktiviere den Crafter und so wie das Ding aufgeht, sehe ich nur noch einen Banner. In dem Moment hat einer von beiden gequittet in Ranked, was mega, mega ärgerlich ist. Und das zeigt mir, dass der entweder keinen Bock auf uns hatte und einfach neu starten wollte oder nicht gerafft hat, dass wir Leute wieder respawnen können. Und wenn ihr Glück habt, und das ist bei Loba noch ein Riesenvorteil, wenn ihr an dem Replikator steht und craftet die Dinger. Ihr könnt euch ganz schnell irgendwo in Sicherheit begeben, falls vielleicht irgendwo in der Nähe jemand auf euch snipen möchte oder ihr vermutet es. Ihr könnt euren Shop benutzen, eure ultimative Fähigkeit, den Black Market, und könnt sogar über den Black Market die Banner aus dem Crafter, aus dem Replikator rausziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und an diesem Punkt habe ich es mit einem Crypto Random Made ohne Kommunikation noch bis auf Platz 3 geschafft und wir haben noch ordentlich Punkte gemacht, weil wir davor schon ein paar Kills hatten, bevor die beiden Mates draufgegangen sind. Also ganz wichtig, ich blende das hier nochmal ein. Lauft in so einer Situation immer mit der Zone mit, also hier am Rand lang laufen. Denn ganz klar, die Zone geht zu und der Ring bewegt sich in diese Richtung. Es macht also keinen Sinn, dass hier irgendwo noch Gegner rumlaufen und hoffen, dass irgendwelche Gegner kommen oder hier noch ewig am Looten sind. Weil die Runde war in diesem Moment schon so lang, dass die Wahrscheinlichkeit verdammt gering ist, dass hier noch irgendwelche Leute rumoxidieren und hoffen hier auf irgendeinen simplen Kill. Das ist absoluter Käse. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn ihr von hier direkt in die Zone gegangen wärt, dann wärt ihr das einfachste Ziel der Welt und wärt garantiert noch in irgendwelche Gegner gerannt. Ganz wichtig. Also, wenn ihr eine Supporter-Legende an Bord habt, ihr seid down, gebt dem die Zeit, schaut, hat der Bock euch zu holen, ja oder nein. Es kostet gerade mal 30 Crafting-Metalle. Das ist ein Witz und es ist schnell eingesammelt, wenn ihr gerade vielleicht keinen habt. Ihr müsst eh zu einem Replikator, da sind genug so eine Crafting-Dinger da. Da machst du eine Loot-Bin auf, da kriegst du 5, da machst du noch so ein Crafting-Box-Ding auf für 25 und schon hast du die 30 voll. Und wenn du Glück hast, hast du so viel und es ist vielleicht im Replikator noch ein mobiler Respawn-Beacon, dann ist es das Beste, was dir passieren kann und es ist verdammt effektiv. Also spielt nicht Rambo, rennt lieber weg und sichert so wertvolle Punkte, anstatt sinnlos die Punkte wegzuschmeißen. Und gerade wenn ihr schon ein paar Kills in der Runde habt, wäre es erst recht ärgerlich, wenn ihr nicht auf Platzierung geht. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, ihr müsst auf jeden Fall beim Laufen spotten. Bleibt nirgendwo stehen und guckt erstmal auf die Karte, wo der Replikator ist. Das muss flott gehen. Es ist nicht verkehrt mit der Zone laufen. Auf die Zeit achten. Wenn ich natürlich in dem Moment, wo der Fight war und meine Mates draufgehen, nur noch 20 Sekunden habe, dann hast du nur noch diesen einen Weg ab Richtung Zone. Oder die Zone macht noch nicht so viel Damage, dass ihr relativ nah am Zonenrand einen Replikator findet, dann könnte das auch noch funktionieren. Und gerade bei einem Replikator ist ganz oft auch ein Respawn biegen und dann sollte das kein Problem sein. Ladies and Gentlemen, das war's von einem meiner hoffentlich in Zukunft wieder vielen Tipps und Tricks Videos. Gerade in Season 16 lohnt sich's wieder mal ein bisschen über sowas zu reden, weil sich doch eine Menge geändert hat. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.